Hallo, hier ist Sinu, willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 2. Ich war gerade ein bisschen zu sehr im Theme und habe gar nicht gemerkt, dass es schon losgeht. Weil ich ja mein Save geladen habe. Ich habe ewig nicht mehr Uncharted aufgenommen. Und ja, beim letzten Mal waren wir hier an dieser Stelle, wo... Oh, Deckung? Sieht er mich hier? Sieht er mich wirklich nicht? Ja, der wird mich aber gleich bemerken, oder? Na komm her. Du bist sehr schwach. Ich dachte, der würde mich bemerken. Ja, irgendwo hier muss ich auch sein, aber es geht dich einen scheiß feuchten Dreck an, wo ich denn bin. Was haben wir da? Granaten? Oh, das Ding. Das könnte Spaß machen. Das kann nützlich sein. Oh fuck, eigentlich wollte ich das nehmen. Ich habe ein bisschen die Knöpfe nicht mehr so ganz drin, aber ich glaube, da war Schießen, ne? Ja, sehr nice. Das Ding, eigentlich müsste man sich das vielleicht aufheben, weil ich glaube, dass noch ein paar stärkere Gesellen kommen werden. Aber warum nicht? Yeah, wenn man damit trifft. Erinnert mich immer so an Metal Gear Solid 2, vor allem an diesen Granatenwerfer, den wir damals hatten, ne? War das nicht die Bossmucke damals? In Metal Gear Solid 2? Gegen Dead Cell? Ah, Dead Cell, diese Freaks, ne? Zack. Na, dich noch. Und noch einmal einfach rein. Sollte schon passen. Es ist vor allem wieder eine Ungewöhnung, wieder mit den vorderen Schultertasten zu schießen, weil das halt im modernen Spiel nicht mehr der Fall ist, ne? Ich glaube, die Xbox hatte das sowieso nicht gemacht. Ich glaube, da hat man mit den hinteren geschossen, aber PS3, da war das halt noch so. Und runter mit dir. Und du genauso. Oh, glitchy. Aber passt. Noch mehr? Ja, total. Vor allem, wenn man verletzt ist, ne? Oh, fuck! Ich habe vergessen, dass die Computer natürlich die perfekte Schussgenauigkeit haben. Und da kommen die direkt schon. Okay, jetzt bin ich auch ein bisschen woanders. Ich muss ein bisschen... Ach komm, ihr wisst noch, wo ich bin. Ich bin aber woanders gewesen jetzt, ne? Das wisst ihr auch. Wie, hat er mich nicht bemerkt? Okay, das kann ich zu meinem Vorteil nutzen. Oh, hinter mir. Ah, das ist doof. Wo denn? Lass mich mal durch. Na. Okay. Serious time. Serious time. Ein paar Mal Spaß haben war okay und jetzt denke ich, muss ich das doch anders machen. Wir fliehen lieber erstmal. Fliehen wir, habe ich gesagt. Fliehen. Fliehen wir erstmal. Da sind Granaten. Ja. Kreist mich ein. Versucht's doch. Ich bin weg. Und ich muss diesen. Weiß nicht, wenn ich niesen muss, kann ich währenddessen auch nicht reden, weil das einfach unbedingt rausfällt. Und oh, noch einer. Ist das jetzt richtig so vom Spiel, dass ich einen zweiten bekomme? Selbst wenn nicht, den nutze ich definitiv. Du weißt, wo ich bin, oder? Wie? Jetzt geht ihr sonst wohin? Oh, von wo? Danke. Ah. Ah, wo? Oben. Ah, und da. Ah, ja. Mist. Lass mich doch in Ruhe. Weg mit dir. Ah, ich hab keine... Nein! Gehst du weg? Das ist gerade eine doofe Stelle, aber solange sie mich ein bisschen in Ruhe lassen... Komm, weg mit dir. Gut. Haben wir es geschafft? Anscheinend noch nicht. Wäre die Mucke vorbei, glaube ich. Es gibt noch welche. Es gibt da, da hinten ist noch einer. Oh, Mensch. Kann ich da nicht durch? Okay, hier ist anscheinend Ende im Gelände. Oh, Desert Eagle. Oh, Granate. Okay, down. Down. Die nehme ich mir. Noch einer? Oder darf ich schon weiter? Ja, das fände ich ganz gut, wenn wir mal rausklettern würden. Aber anscheinend lebt hier noch einer. Los geht's.
Aber wo denn? Hä? Du willst mich doch gerade... Ah, da, du. Komm. Na komm. Freundchen. Nicht mit mir, ich habe noch ein paar Schuss. Danke dir. Danke dir. Dürfen wir jetzt gehen, oder was? Ja, schaut mal, auf einmal ist das ganze Adrenalin anscheinend aus seinem Körper wieder raus, denn jetzt rennen wir nicht mehr. Stattdessen sind wir jetzt im Schleichmodus. Wo können wir denn hier raus? Drake. Ach, da ist eine Stelle zum Klettern. Okay, okay. Die wir natürlich, natürlich vorher nicht hätten nehmen können, ne? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich wäre wahrscheinlich schon erfroren. Ich bin die totale, totale Frostbeule. Mensch, also und dann noch so weit laufen, weil es gibt ja hier nichts, ne? Ich meine, was will er versuchen? Einen Ort zu finden, wo es Feuer gibt? Ich weiß nicht. Andererseits, mit der Wunde kann man noch nicht draußen überleben, ne? Er kann doch nicht einfach irgendwie das Feuer von dem Zug nehmen oder so, das bringt ihn auch nicht weiter, also hat man irgendwie keine Wahl. Und wer bist du? Na, Vater Morgana vielleicht? Oder ist er wirklich hier? Hat er Fußspuren hinterlassen? Hey, uns geht's wieder besser. Zumindest. Wow. Sprich tibetisch. Hm. Ja. Wo bin ich hier? Erwartest du, dass ich das verstehe? Mensch, ist das Hemd schmutzig, ey, weh. Wie lange hey, hey, Tee. Ja. Tom, Tom. Ah, Tom, Tom. Danke, danke. Danke. Noch mehr. Nein, 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 das reicht. Das reicht. Tut mir leid, ich verstehe nicht. Das ist natürlich blöd, so eine Sprachbarriere, ne? Ja, lang, ja, lang. Oh. Danke. Ja, klar, der war ihm. Oh, Jacke. Schäfer, klar, gut. Ja, in Tibet ist es definitiv kalt, ne? Dankeschön. Schon. Kuchera, nimm die Kedische, gut, ich. Wie unscharf der Hintergrund ist. So eine Sachen sind mir früher nie aufgefallen, aber verdammt, in wo bin LPs ich? Achtet sure. Man einfach auf mehr. Nun denn, wir sind... Ja, wo sind wir denn? In Kapitel 16. Und wir sind... Ja, wo bin ich? Nicht wer bin ich, sondern wo bin ich? Definitiv sind wir entweder in Tibet oder in der Nähe von Tibet, ja? Ich meine, wo spricht man diese Sprache sonst? Aber schaut mal, nach diesem ganzen Krieg, die haben hiermit anscheinend nichts, aber auch wirklich gar nichts zu tun, ja? Spricht jemand Deutsch oder Englisch hier? Du fütterst die Hühnchen? Okay, na dann lass uns doch weitergehen. Darf ich die Tür aufmachen? Okay, okay. Ja, oder? Dir nach, dann geh auch. Also wenn ich dir schon folgen soll, dann solltest du nicht stehen bleiben. Und ich glaube, hier liegen auch einige Schätze nur so nebenbei, falls ihr am Sammeln seid. Gibt's einen Kaffeeplausch? Was? Hm. Was? 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 Ich glaube, hier sogar kann es sein. Hm, wirklich nicht mehr sicher. Aber hier diese Hühner, die lasst ihr auch einfach frei rumlaufen hier, ja? Ist so ein Huhn hier umgebracht? Und die Kinder spielen Fußball. Na, ihr pfeifen, hier. Ach so. Er schießt zurück. Schieß ihn zurück. Schießen. Schieß. Ah. Vergesst es. Mensch. Aber wenigstens einen guten Schuss, ja? Wer hätte gedacht, dass Drake auch das drauf hat, ja? Hat ein paar zu viele Stärken. Frauen aber definitiv nicht. Hey, hey. Alibaba. Und wer bist du?
Och, du möchtest nicht mit mir reden. Das ist so der Teehändler, wo es diesen leckeren Tee gibt im Dorf. Na gut, wenn man keine Wahl hat und es keinen anderen gibt, dann hat man ein bisschen ein Problem, ne? Lässt er mich jetzt alleine? Komm mal schneller hier. Auch wenn ich nicht unbedingt weiß, wo wir hingehen, aber... Hey, hey. Ja, ich konnte euch sehen. Lacht ihr mich aus? Gibt's gleich ein paar warme Ohren und ein Büffel. Sind die nicht eigentlich gefährlich? Gut, da kenne ich mich nicht genug aus, muss ich ganz ehrlich sagen, aber... Okay, und das erinnert mich ein bisschen an... Was war das? Sieht ein bisschen aus wie bei Resident Evil, ne? Das Dorf. Nicht, dass jetzt hier die Leute mit Plagues infiziert sind, aber... Also, hoffen wir es. Sprich tibetisch. Und ich dachte, es kann nicht noch schlimmer werden. Nate! Oh Gott sei Dank, also wenn sowas Frauen anzieht, so ein Spruch. Schon okay. Elena, hast du eine Ahnung, was hier vor sich geht? Wie lange bin ich schon hier? Nur ein paar Tage. Also nicht so lange. Ich bin der Spur zum Wrack gefolgt. Was ist denn eigentlich passiert? Naja. Du hattest recht mit Chloe. Anscheinend wollte sie gar nicht gerettet werden. Hat sie das getan? Nein, nein, das habe ich Flynn zu verdanken. Schiffer Gudescher. Ja, ja. Nia Gotsison. Du sprichst das? Komm, du wirst schon sehnsüchtig erwartet. Respekt. Ah, unser mysteriöser Gast. Ah, du sprichst meine Sprache. Nate, das ist Karl Schäfer. Wie geht es Ihnen? Richtiger gut. Deutscher hier. Danke. Gut, gut. Bitte, hier. Es sieht aus, als hätten wir vieles gemeinsam, Mr. Drake. Zum Beispiel? Ach, tatsächlich. Ja. Vor etwa 70 Jahren kam ich hierher, genau wie Sie, ins Dorf getragen, halbtot. Der letzte Überlebende meiner Gruppe. Ich führte eine Expedition nach Tibet, um den Eingang nach Shambhala zu finden. Was Sie wirklich wollten, war der Chintamani-Stein. Also... Mein Freund, wo haben Sie das gefunden? Borneo, wieso? Das ist der Schlüssel nach Shambhala. Das ist genau das Objekt, das Ihr Gegner so dringend braucht, selbst wenn er es noch gar nicht weiß. Ich glaube, er weiß es. Hey, danke für alles, was Sie für mich getan haben. Vielen Dank. Aber ich bin raus aus der Sache. Die... haben Sie also besiegt? Die Suche ist vorbei? Ja, genau. Was, wenn sie gerade erst anfängt? Was soll denn das Ganze? Glauben Sie mir, die Wunden heilen. Sie haben Glück, dass Sie noch leben. Ja, immer sagen mir alle, wie viel Glück ich doch habe. Dabei geht einfach alles, was ich anfasse, schief. Nate. Nein, Elena, mir reicht's. Schluss jetzt, ich spiele nicht mehr den Helden. Ihr Gegner wird nicht so einfach aufgeben. Erst dann... Wenn das, was er haben will, in seinem Besitz ach ist. Ja? Schön, alle Macht für ihn. Die Macht ist genau das Problem. Einige der schlimmsten Herrscher der Geschichte besaßen jeweils nur ein Fragment des Chintamani-Steins. Männer wie Tamerlan und Chinggis Khan. Wenn schon ein Splitter so viel Macht verleihen konnte, was wird dann aus dem Mann, der den ganzen Stein besitzt? Das ist Blödsinn. Hinter ihm muss er her sein, Nate. Dann ist Lazarevich wirklich ein Spinner. Er jagt einen Mythos. Und wenn nicht? Ach, Elena, komm. Was ist, wenn er recht hat? Du weißt, wozu er fähig ist. Ich verstehe Ihre Zweifel. Sie wollen Beweise. Sie wollen sich selbst davon überzeugen. Tenzin, Tingsanen, Pala Tingongri. Finden Sie die Reste meiner Expedition und Sie haben Ihren Beweis. Tenzin führt sie hin. Okay, dann steht uns anscheinend nur die Sprache im Weg. Das kann ja was werden. Lass uns gehen. Komm schon. Na, das kann ja heiter werden. Komm bitte heil wieder. Das heißt, du kommst nicht mit? Verstehst du eigentlich irgendwas von dem, was ich sage? Wäre interessant zu wissen. Aber anscheinend ja nicht. Und die Star Wars Blende. Warum nicht?
Wie weit ist das weg? Sieht einladend aus. Ja. Was steht da? Du dachtest, ich denke. Jetzt, wo du sagst. Du. Das so. Große Bären? Vielleicht? Mir nicht. Guck mal. Oh, wir brauchen Waffen. Dann definitiv etwas, was uns angreifen Warte. Kann. Tenzin! Wozu brauchst du das? Ja, ich denke, wofür wir das brauchen, werden wir erst beim nächsten Mal sehen. In Let's Play Uncharted 2. Und schaut mal, wo sind wir eigentlich hergekommen, ja? Oh. Im Ernst? Man kann da runterfallen? Man kann da... Ich wollte eigentlich nur gucken, wo wir hierher gekommen sind, ne? Aber anscheinend aus dem Tod. Aber Mensch, kann ich eigentlich generell? Okay, man kann hier anscheinend überall runterspringen. Das ist gut zu wissen. Hier gibt es also keine Boundaries. Aber finde ich nice. Generell dieser ganze Hintergrund hier und hier geht's in die Höhle rein, ja? Passt. Aber weiter beim nächsten Mal. In Let's Play Uncharted 2. Bis dahin, Leute. Und bis dahin.